denke so über viele Dinge im Leben sehr viel nach. Am meisten, wenn ich alleine irgendwo unterwegs bin. Während Bus- oder Zugfahrten treffe ich immer bestimmte Entscheidungen, sei es in der Musik oder im privaten Leben. Bellofor. Ein Quartett bestehend aus vier ganz unterschiedlichen Akkordeonisten. Jeder ist anders. Doch wir haben tatsächlich eine gemeinsame Sprache. In dieser Band kann ich meine Freiheit in jeder Hinsicht künstlerisch so richtig ausleben. Hier bin ich Sänger, Schauspieler, ein Kind, ein Erwachsener, Entertainer, seriöser Akkordeonist, lustiger Akkordeonist. Hier bin ich einfach ein freier Künstler, der sich mit seinen Kollegen in eine eigene Welt verkriecht. Nikola Zaric Orchestra. Oder wie man im Serbischen sagt, Orchester Nikole Zaric. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Formation einmal eins meiner großen Projekte in meinem Leben sein wird. Ich dachte, wir werden ab und zu mal Hochzeiten spielen und das war's auch schon. Aber die Jungs hier haben mir tatsächlich den Mut gegeben, die Hochzeitsmusik des Balkan auf eine seriöse Konzertbühne bringen zu können. Ich bin übrigens mit der serbischen Volksmusik tief aufgewachsen und denke, dass ich immer diese enge Verbindung spüren werde. Oh,
Meine erste richtige Sympathie mit vielleicht 7 Jahren. Meine erste und einzig wahre Liebe, heute meine Ehefrau und bald einmal zukünftige Mutter unserer Kinder, Milena. Sie hat mich sehr verändert, natürlich positiv. Sie unterstützt mich sehr auf meinem musikalischen Weg. Dopustite mi da sviram i razumjet ćete me, sagt Miljan auf Serbisch. Lasst mich spielen und ihr werdet mich verstehen. Diesen Satz hatte ich lange auf meiner Hinterseite meiner Visitenkarte. Miljana ist nämlich eine leidenschaftliche Dichterin und spielt sich gerne mit den Worten. Thank you.
Mit dem Quartett Invisible World bin ich eigentlich in die weltweite World Music Szene ein bisschen eingestiegen. Bisher spielten wir in Ägypten, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Schottland, ganz Österreich. Heuer erwartet uns eine Japan-Tournee. Ich schätze die Kompositionen von Tomasz Liszka sehr. Jeder Takt in seinen Stücken ist wirklich durchdacht. Er führt mehr oder weniger dieses Projekt. Super Leute sind es. Ich habe viel von Franz gelernt, sehr viel. Auch wenn er um einige Jahre älter als ich ist, hat das in unserer Zusammenarbeit und Freundschaft nie eine Rolle gespielt. Und wir deppert musizieren. Er führte mich in die Welt des brasilianischen Choros ein. Unglaubliche Musik. Ich muss mich echauffieren. Die Geschichte von unserem Duo Villa Maddalena ist wirklich interessant. Yeah.
bitno da li je instrumentalno ili je... Jel to kad je to ujutro ili... Posle, brže, ovo je ukras samo. Viš? Turumtai Saric. Ich finde den Namen mächtig. Effe und ich sind uns sehr, sehr ähnlich. Der Umgang mit den Menschen, der Humor, die Klangvorstellung, Ideen, Gewohnheiten, Impressionen, die Lebenseinstellung und so weiter. Es macht richtig Spaß, mit ihm immer wieder was Neues auf unseren Instrumenten zu kreieren. Azbem heißt unser Debütalbum. Naja, zurzeit habe ich wirklich einen sehr turbulenten und dynamischen Lebensrhythmus. Stell dir vor, heute spiele ich eine circa 10-stündige Hochzeit, gleich am nächsten Morgen unterrichte ich ein paar Stunden, dann am Nachmittag eine Probe mit einer Band und am Abend ein Jazzkonzert. Am nächsten Tag bin ich mit Milena unterwegs und danach selber in der Akkordeonstunde am Konservatorium, wo ich Klassik spiele. Mit einer meiner Bands bin ich immer wieder auf kleine Tourneen unterwegs und auch die sind manchmal sehr turbulent und stressig. Aber klar, ich habe nicht vor, so ewig zu leben. Das wird sich schon mal beruhigen. Ich muss schon sagen, zurzeit bereichert meine Universalität mein Leben sehr. Wohin mein Lebensweg tatsächlich führen wird, ich lasse mich überraschen.